Damen und Herren, man kann über das Fernsehen sagen, was man will, man wird immer recht haben. Das ist so wie mit der Mode, dem einen gefällt's, dem anderen gefällt's nicht. Denken Sie an die heißen Höschen, was hat man damals gewettert dagegen? Und wie hat sich jeder gewöhnt an diese Mode? Ich sage, es ist halt eine Mode, die nicht jeder Dame hundertprozentig passt. Für manche kommt die Mode um 5 Kilo und 10 Jahre zu spät. Ich habe da unlängst eine Dame beobachtet, in der Stadt, in Wien drin. Also die muss aus der Mollertgasse gewesen sein. Bitte für die Seher in Deutschland, die nicht genau wissen, was Mollert ist, eine kurze Übersetzung. Mollert, also das kann man nicht erklären, das muss man begreifen. Es gibt eine... Sie haben es verstanden. Ja, sie war so... Es gibt doch eine Punktediät und die muss also die Doppelpunktdiät eingehalten. Sie geht vor mir, es hat immer so gewackelt unter den heißen Höschen, ja. Von rückwärts hat es ausgesehen, als würden unter einem Leintuch 2 kleine Buben miteinander raufen. Genau so ist es beim Fernsehen, dem einen gefällt es eben, dem anderen gefällt es nicht. Ich sage, es ist eine wunderbare Art der Unterhaltung, die nur 2 schwächere Punkte aufweist. Also erstens das Werbefernsehen und zweitens das ganze übrige Programm, kann man sagen. Nein, man soll nicht schimpfen. Die Fernsehleute strengen sich an, die tun, was sie können. Sie bringen uns doch jetzt schon Filme ins Haus, die man jahrelang bemüht war zu versäumen, nicht? Auch eine Rarität, wo die Hauptdarstellerinnen noch ihr eigenes Haar hatten. Die männlichen Darsteller hatten noch ihre eigenen Zähne. Das ist eine Kostbarkeit, nicht? Ich sehe mir am liebsten die politischen Belangsendungen an, nicht weil sie so interessant sind, sondern mir gefällt dann die nachfolgende Sendung umso besser, kann man sagen. Manche Leute übertreiben ja, was die Qualität des Programms betrifft. Ich habe einen Freund in München, dem habe ich neulich geschrieben, habe ihm brieflich mitgeteilt, dass mein Fernsehapparat kaputt ist. Hat er mir ein Glückwunschtelegramm zurückgeschickt. Das ist super. Und jeder hat seine Lieblingssendung, nicht? Der eine, der schwört nur auf Krimi und Bonanza und Kämpfen und Raufen. Der andere sagt Quiz, das Schönste auf der Welt ist Quiz. Das wird immer in Mode bleiben, glaube ich, Quiz. Und der Familie wird dann debattiert darüber, über diese wirklichen Probleme, nicht? Welchen Härtegrad hat Kartoffelpüree? Also, da muss man... Mann, Leute, der Großglockner. Wann ist das Tote Meer gestorben? Unlängst, unlängst war eine Frage, die kein Mensch beantworten kann. Wie lang muss man die Arbeitslosenunterstützung beziehen, bis man pensionsberechtigt ist? Da können Sie Monate drüber nachdenken. Und man weiß nicht genau. Ja, wir haben jetzt unlängst bei uns hier in Österreich eine Sendung gehabt, da war folgende Heimhörerfrage. Was ist das 4 in einem Büro und nur einer arbeitet? Die Antwort war 3 Beamte und ein Ventilator.